Gut. Sehr geehrte Damen und Herren, möchte Sie recht herzlich hier auf Schloss Kornberg im Grünen Salon begrüßen. Viele fragen sich, warum heißt dieser Salon Grüner Salon? Er hätte auch Roter Salon heißen können, aufgrund eben der Vorhänge und auch eben der Bespannung der Sesseln. Ich darf ein paar Sachen über die Röschelstraße erzählen, über seine Entstehung, und zwar in zweierlei Hinsicht. Da würde für die Allgemeinheit dieser Bedeutung, die Bedeutung von militärischer Bedeutung von den Schlössern vielleicht etwas deutlicher. Die Landesausstellung hat dann in gewisser Weise im Nachhinein einen historischen Hintergrund für die Schlösserstraße geliefert. Aber für mich ist es bedeutend, dass schon damals die Herrschaften, die diese Organisation gegründet haben, die Organisation als Regionalentwicklungstool verstanden haben. Und zu der Zeit gab es noch kein Leader, es gab alle diese Regionalentwicklungsorganisationen noch nicht. Also die Schlösserstraße war in gewisser Hinsicht in Bezug auf Regionalentwicklung ein Pionier. Und sie haben sich verstanden als Netzwerk, die eine ganze Region entwickeln soll. Es gab Beispiele von Themenstraßen vorher natürlich. Die Deutsche Weinstraße ist schon 1935 gegründet worden. Es gab schon eine Burgenstraße in Deutschland seit Mitte der 50er Jahre. Und hier in der Steiermark gibt es die Südsteirische Weinstraße schon auch seit Mitte der 50er Jahre. Also es gab Organisationen, aber sie haben sich hauptsächlich als Interessen, Vertreter von den Interessen von den Weinbauern zum Beispiel. Und nicht so, sie haben weniger groß gedacht, sagen wir so, als, glaube ich, die Schlösserstraße von Anfang an. Die Organisation war in vielen Hinsichten bahnbrechend. Und ich finde, seit damals hat die Organisation sich sehr gut entwickelt. In den 90er Jahren sind die burgenländischen Schlösser dazugekommen. Das war die erste größere Erweiterung der Organisation. Und dann neulich sind die Schlösser in Slowenien, in den letzten drei Jahren circa zu Slowenien und Kroatien dazugekommen. So jetzt sind wir bei 35? 41. 41, okay. Es ist noch einige dazugekommen. So eine gewaltige Entwicklung über die Jahre, eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Warum gibt es dann eine Schlösserstraße, historisch gesehen? Die Schlösserstraße existiert in dieser Dichte, weil es so viele Wehranlagen in einem relativ kleinen Raum hier gibt. Es existiert historisch gesehen in erster Linie wegen der Gefahr, dass von den Osmanen ausgegangen ist, natürlich. Es gab Festungen hier natürlich vor den Osmanen, und zwar
jede Menge, aber sie wurden sehr erweitert und es sind einige dazugekommen, um diese Drohung von den Osmanen zu begegnen. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel die Schlösser hier unterscheiden von zum Beispiel die Burgen von diesen süddeutschen Burgenstraße, das ich schon vorher erwähnt habe. Und zwar die Abhängigkeit von diesen Schlössern zu der Zeit in diesem gemeinsamen Kampf gegen den Osmanen. Also sie haben weitaus mehr kooperiert als Festungen in anderen Regionen, weil es so eine unmittelbare Gefahr gegeben hat. Sie haben finanziell kooperiert im Steirischen Landtag. Sie haben die Mittel aufgebracht, um die Verteidigung von dieser Region zu gewährleisten. Und noch dazu nicht nur die Verteidigung von dieser Region, sondern bis in Kroatien hinein mit der Militärgrenze, die von hier aus finanziert wurde. Also eine ganze Organisation sozusagen von Schlössern, von Burgen, zu der Zeit noch Burgen, die sehr eng miteinander kooperiert hat. Man denkt an den Kreidefeuer zum Beispiel, um ein Kommunikationssystem zu ermöglichen, damit man vorbereitet war, wenn die Osmanen im Anmarsch waren. Also das ist eine wichtige Sache, die Schlösserstraße, die Schlösser, die in dieser Schlösserstraße miteinander verbunden sind, ausmacht. Also es ist einzigartig, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Regionen, zu den Festungen in anderen Regionen, wo eigentlich sie hauptsächlich gegeneinander gekriegt haben und nicht gegen einen gemeinsamen Feind. Was auch wichtig ist, und das hat Herrn Magister Bardot ein bisschen angedeutet in seinen Ausführungen vorher, war, dass sehr oft mehrere Burgen, Schlösser von einem Adelsgeschlecht administriert wurden. Und es gab dann auch Verflechtungen Schlösser von einem wirtschaftlichen Standpunkt, weil sie von der gleichen Familie besetzt wurde. Und ein Beispiel, ein Teil der Schlösserstraße jetzt ist, Negove in Slowenien zum Beispiel war Negova in Slowenien war ein im Besitz der Traubmannsdorf und hat, es war ein 5-Tages-Ritt von Graz entfernt, aber sie haben da Graz beliefert mit Getreide, mit Wein, um die Herrschaften in Graz im Palais Traubmannsdorf am Leben zu halten, sozusagen. Wein, wie wir wissen, ist eine lebensnotwendige Sache. Bisher habe ich das Wort Burg und Schloss verwendet. Vielleicht ist es interessant zu wissen, dass in der Vergangenheit bis ins 19. Jahrhundert es nicht eine Unterscheidung in der Bedeutung zwischen Schloss und Burg gab. Beide Begriffe wurden für Festungen verwendet. Und erst im 19. Jahrhundert
ist dann ein Unterschied in der Bedeutung hat entwickelt, und zwar, dass Schlösser eher Residenzen waren und Burgen eher für Verteidigungszwecke gedient haben, obwohl Schloss eigentlich von einem geschlossenen Areal kommt und eigentlich auch eine Festung damals bedeutet hat. Aber der Unterschied ist entstanden, weil aus vielen Burgen wurden Schlösser. Sie wurden dann, als sie ihre militärische Bedeutung verloren haben, sie sind dann aufgepeppt worden, so wie Schloss Kornberg aufgepeppt wurde, zu sehr schönen Residenzen. Manche Festungen haben aber immer noch ihre, aus unterschiedlichen Gründen, immer noch ihre sehr wehrhafte Charakter weiterbehalten. Die Regensburg ist da ein Beispiel. Und man würde nie, glaube ich, von Schloss Regensburg reden, weil es so eindeutig eine Festung ist. Dieser Unterschied zwischen Schloss und Burg gibt es übrigens auch im Englischen. We have castles and we have palaces. Und wie Sie wissen, hat die englische Familie eine von beiden, also Windsor Castle und Buckingham Palace. Und sie sind beide opulente Residenzen, aber Windsor Castle hat wirklich als Festung begonnen und ist dann als Residenz erweitert worden. Buckingham Palace ist als Residenz gebaut worden im 18. Jahrhundert. So, das Gleiche gilt im Englischen. Es ist interessant, dass wir als Organisation uns Castle Road nennen und nicht Palace Road. Unter anderem, weil wenn man im Englischen von einem Palace redet, dann erwartet man wirklich sowas wie Buckingham Palace. Und darf ich dazu einhalten? Ja. Damals haben wir sie noch nicht gekannt. Sonst hätten wir das schon anders gemacht. Aber ich glaube, es ist international leichter, auch als Castle Road irgendwie rüberzukriegen als Palace Road. Ja. Weil die Vorstellung, sagen wir, von einem Europäer, der nicht über den Kanal ist, ist eine andere. Genau. Ja. Ich bin sehr dafür, dass es Castle Road heißt und nicht Palace Road, eben weil es eine völlig falsche Vorstellung herbeirufen würde, wenn man es als Palace Road benennen würde. Das ist vielleicht... Und was ist das Fortress? Wie würden Sie das dann sehen? Fortress ist eine Festung. Ja. Ja. Also, wie Windsor Castle. Ja, aber Fortress Road ist weitaus weniger lustig als Castle Road. Also ich bin voll einverstanden mit der Bezeichnung. Damit wäre ich am Ende von meinen kurzen Rückblick über die Castle Road. Okay. Danke vielmals. Wir haben ja in unserer Schlösserstraße auch einige Festungen. Von Radgersburg angefangen, über Fürstenfeld, Hartberg. Und da gibt es einen Zusammenhang, glaube ich, zu einem oberitalienischen Festungsbaumeister. Ein herzliches Wort von meiner Seite, Thomas Fußmark. Ich darf heute ein bisschen
den Kurort Bad Gleichenberg, beziehungsweise, wir haben es in der Einbegleitung schon gehört, auch den Touristenverband Region Bad Gleichenberg, beziehungsweise auch den Touristenverband Thermen- und Vulkanland, hier heute ein bisschen vertreten, sprich, also auch eine leichte touristische Note hier heute einbringen. Diplomarbeit war nicht ganz, also ich habe auch Geschichte studiert, meine Diplomarbeit war aber eher dann zum Jim Miller hinreichend über den Spanisch-Amerikanischen Krieg. Aber dort ist es auch um gewalttätige Auseinandersetzungen gegangen, durchaus auch einbegleitend, was die Thematik betrifft, auch über die wir heute reden, Burgen und Schlösser. Ich habe aber dann auch 10 Jahre im Landeszeughaus in Graz auch in meiner Studienzeit arbeiten dürfen, habe also hier schon sehr viel auch in diese Richtung steirische Militärgrenze beziehungsweise innerösterreichische Militärgrenze, genauer gesagt, Warastein, auch diese Festungskette, beziehungsweise auch die Waffen dort drinnen, quasi begleiten können. Wir haben damals auch schon, und dann greife ich das gleich auf, versucht, dieses Arsenal, dieses Waffenarsenal, wer es kennt, das Landeszeughaus, relativ schlichter Bau über 4 Stockwerke mit über 32.000 Stück an Waffengerätschaften bestückt, haben wir auch versucht, in Szene zu setzen, zu inszenieren. Haben wir jetzt da auch schon ein bisschen da gehört, diese Inszenierungen, Histotainment, wie kann man diese Geschichte auch wirklich an den Gast, an den Kunden, an den interessierten Besucher bringen. Ich kann mich da noch sehr gut zum Beispiel an die erste lange Nacht der Museen erinnern, wo wir ein Spezialprogramm entwickelt haben und wo wir dann über 1500 Gäste in einer Nacht im Landeszeughaus begrüßen durften. Wir haben den abenteuerlichen Simplicissimus nachgestellt. Heinz Kranzl-Binder war damals indirekt auch dabei, gell, oder dann sind wir wieder begleitet, zumindest über den Stammtisch im Heinrichhof. Gell. Aber das ist eine weiterführende Geschichte. Der abenteuerliche Simplicissimus, das war wirklich sehr nett. Einen Führer hat es gegeben, der das Ganze historisch begleitet hat. Und im ersten Stock ist dann aus einem Nebel, da haben wir dann eine Nebelmaschine verwenden dürfen, was eher ein bisschen heikel war, weil das war doch ein historischer Bau. Und aus dem Nebel ist dann der abenteuerliche Simplicissimus herausgetreten und hat aus einem dicken Einband Textpassagen aus diesem Schriftwerk des Simplicissimus dann vorgetragen und hat das dann, Ganze dann auch lebendig gemacht. Also man sieht schon, oder wie wir es auch hier im Film gesehen haben, dieser Umgang mit der Geschichte ist ein spannender, ist aber auch ein herausfordernder. Viele Grenzen sind da zu beachten, auf die man stößt. Wie kann man einen geschichtlichen Ort stilgerecht in Szene setzen? Wie kann man ihn inszenieren, ohne dann vielleicht auch übers Ziel zu schießen? Wir haben ja dann oft auch diese Kraut- und Rüben-Geschichte, wo mittelalterliche Spektakel ohne historischen Hintergrund irgendwo inszeniert werden. Also wichtig ist sicher auch, sich den historischen Ort, um den es geht, auch anzuschauen, man sagt dann auch diesen Genius Loci, diesen Mythos eines Ortes auch herauszuarbeiten und entsprechend auch zu inszenieren, um dabei auch authentisch zu bleiben. Und damit kommen wir wieder ein bisschen zu Bad Gleichenberg. Wir haben es ja schon ganz kurz in der Einbegleitung gehört, die wir dann doch noch hören durften, bevor wir dann den ganzen Beitrag, glaube ich, noch einmal sehen dürfen. 1834 begründet von Graf Wickenburg. Ja, gemeinsam eigentlich mit seiner Frau Emma von Wickenburg, die damals als die schönste Frau Europas galt, also genau die richtige Person für den richtigen Ort, für einen der schönsten Orte der Welt, Bad Gleichenberg. Sie hat dann auch an der Seite ihres Gemahls den Kurpark auch errichtet oder errichten lassen. 1837 wurden da die ersten Pflanzungen durchgeführt. Heute noch ein 20 Hektar großer Kurpark im Herzen dieses Traditionsortes. Also man sieht schon, historische Orte müssen nicht zwangsläufig Bauten sein. Es können auch gewachsene Naturdenkmäler sein, wie eben auch bei uns der Kurpark. Ja, und um diese Gründungsgeschichten herum, 1834, die ersten Villen wurden angelegt, die ersten Kurhäuser wurden errichtet, die Quellen wurden einmal eingefasst, auch um sie überhaupt auch medizinisch, kurtechnisch nach dem modernsten Stand der damaligen Medizin zu nutzen. All diese Arbeiten mussten einmal vonstatten gehen, man hat dann eben auch den Kurpark angelegt und wenige Jahre später hat es dann schon die erste Saison gegeben. Ja, durchaus hoher Adel, der da schon in den ersten Jahren den Weg in die Südoststeiermark gefunden hat, auch aufgrund der Verbindungen des Grafen zur Hocharistokratie Europas sind da sehr viele namhafte Kurgäste gekommen. Und der Christian Jondl aus Radversburg ist auch hier Kollege vom Tourismus. Damals eine Saison hat wirklich den ganzen Sommer über gedauert, etwas, von dem wir heute nur träumen können, mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3 bis 5 Nächten pro Gast,
war 3 bis 5 Monate natürlich ein Hammer. Also die sind da wirklich angereist und haben da wirklich vom Frühling bis in den Spätsommer hier auch gelebt. Damit kommen wir schon zu einem nächsten Aspekt historischer Städten, nämlich ihre Einbettung in die Wirtschaft, in die regionale Wirtschaft und in die regionale Wertschöpfungsketten. Man muss sich jetzt da vorstellen, wenn hier eine adelige Entourage anreist, was das alles beinhaltet. Da sind Bedienstete dabei, da sind dann Versorgungstrupps dabei. Man musste diese adelige Hocharistokratie, diese adelige Gesellschaft hier natürlich auch unterhalten. Es hat Kurmusik gegeben, es hat in Bad Gleichenberg auch ein eigenes Theater gegeben, das heutige Hotel Alma. Da sind auch Theatervorführungen vonstatten gegangen. Die Musik natürlich täglich, also man hat ja auch dann verschiedenste Musikgruppen gehabt. Das reicht so weit, auch die Ria Mang aus Bad Gleichenberg ist heute hier. Deswegen will ich mir nicht so sehr in der Geschichte verzetteln, sonst kriege ich morgen die Rüge, was ich vielleicht falsch erzählt hätte. Aber weil wir auch gerade jetzt über das Thema das jüdische Bad Gleichenberg gesprochen haben, also es hat dann auch mit der Zeit jüdische Gäste gegeben, sehr zahlungskräftiges Publikum, das ja auch Villen gebaut hat. Da hat es dann sogar eigene Schächtereien gegeben, um die auch entsprechend religiös richtiggehend versorgen zu können. Also man muss sich diese ganze Wertschöpfungskette für die Südoststeiermark einmal vorstellen. Die Bediensteten, die Zimmermädchen, die Wirtshäuser, die Lieferanten von Nahrungsmitteln, von Weinen natürlich, haben wir schon gehört, auch ganz wichtig. Also da hängt sehr, sehr viel zusammen. Für den Kurort speziell jetzt natürlich, aber diese Geschichte kann man natürlich auch umlegen auf die Burgen, die damals nicht nur Schutz geboten haben, sondern auch Behausung. Es waren Städten, wo auch gewerkt wurde, was Handwerk gegeben hat. Und so musste man auch bis heute, wenn man das jetzt touristisch hochrechnet, diese historischen Städten durchaus auch in ihrem wirtschaftlichen Umfeld wahrnehmen. Ich finde es grundsätzlich, um jetzt nochmal ganz kurz zu dem Aspekt zu kommen, der Burgen und auch, weil wir vom Landeszeughaus früher geredet haben, finde ich immer ganz witzig, wie sich hier eigentlich die Grundintention verändert hat. Hat man einstmals Burgen gebaut, Waffen gesammelt, um die Menschen abzuwehren, sie zu vertreiben, sie ja nicht hereinzulassen, hat sich das ja durch den touristischen Zweck ja komplett ins Gegenteil verkehrt. Heute öffnen wir die Burgen und möchten möglichst viele Menschen zu uns hereinholen. Wir kommen dann auch beim Zeughaus nochmal zum Histotainment, wie das dann so schön heißt. Es hat zum Beispiel auch beim Landeszeughaus eine fahrende Show gegeben, Imperial Austria. Da hat man eine Auswahl der schönsten und besten Waffen nach Übersee geschickt. Ich glaube USA, Australien und Japan, glaube ich, war diese Ausstellung. Also unglaubliche Werbung auch für das Land, fürs Zeughaus im Speziellen, aber für das Land insgesamt. Also da ist man mit den Waffen richtig gehend nach Übersee gegangen, um möglichst viele auch Amerikaner wieder für uns und unsere Geschichte zu begeistern, um sie möglichst hierher auch dann nach Österreich in die Steiermark zu holen. Ja, wir haben das dann auch versucht, von Seiten des Tourismusverbandes hier Bad Gleichenberg ein wenig zu inszenieren. Ich muss ganz offen gestehen, es war noch ein wenig vor der Zeit, bevor ich dann als Geschäftsführer in Bad Gleichenberg aktiv werden konnte, hat man 2007 sich überlegt, das 175 Jahre Jubiläum von Bad Gleichenberg hat genaht, wie könnte man das entsprechend auch zelebrieren und inszenieren. Ich glaube, die Ria war damals auch schon dabei mit der Kollegin Schaden, damals auch noch die Kollegin im Tourismusverband, und man hat eben das heute noch bekannte Biedermeierfest dann ins Leben gerufen. Ja, einfach eingedenk des Gründungsjahres 1834 hat man eben versucht, hier mit einer Veranstaltung Geschichte lebendig zu machen. Eine Zeitreise, die klein begonnen hat. Am Anfang waren es so 20, 30 Kostümierte, die dann am Schluss 2019, als wir wirklich das letzte Mal das Fest in voller Pracht auch entfalten durften, am Festtag über 15.000 Gäste nach Bad Gleichenberg gebracht hat. Die Hotels waren gut gefüllt, hier auch wieder dieses Zwischenspiel Geschichte und wirtschaftlicher Nutzen. Der ORF hat uns in den letzten Jahren schon begleitet. Wir konnten eine fast einstündige Dokumentation drehen, die dann österreichweit auf ORF 2 ausgestrahlt wurde. 20 Minuten vom Fest und dann der Rest wirklich mit touristischen Themen. Also wir konnten dann auch unsere touristischen Inhalte vom Radfahren, Wandern bis zur Kulinarik in ganz Österreich transportieren mit dem Aufhänger der Leuchtturmveranstaltung Biedermeierfest. Also hier das Historische als Vehikel, um hier dann auch die ganze Region entsprechend darstellen zu können.
Ja, und in Bad Gleichenberg hat man auch dann gesehen, welche Kraft so ein historischer Ort entfalten kann. Für mich auch immer wieder faszinierend. Es gibt auch sehr schöne Orte, die relativ neu sind oder wo man auch Thermen neu hingebaut hat, schöne Hotels, schöne Landschaften. Aber man merkt hier dann schon, dass hier eine andere Dynamik herrscht in einem historischen Ort. Überhaupt ein Ort wie Bad Gleichenberg, der es geschafft hat, da kann man auch ganz offen reden, nach vielen eher schwierigeren Jahren, in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, wie man hier dann hergegangen ist, Anfang der 2000er Jahre und Schritt für Schritt diesen Ort, ja, man möchte fast sagen, wach geküsst hat. Restaurierungen dort, Renovierungen da, es ist dann, die Tourismusschulen sind neu aufgebaut worden, die Landesberufsschule in Hotel Mailand hat sich neu gestaltet, die FH Joanneum ist gekommen, es ist auch ein akademischer Ausbildungsort und so richtig als Höhepunkt dieser ganzen Revitalisierung war dann der große Umbau des Hauptplatzes, den sehen wir hier jetzt da wunderschön von 2012 bis 2014. Also 2012 ist da in der Mitte des Platzes ein Krater richtig aufgegangen, da war das alte Parkhotel, das hat man abgerissen, ein Riesenloch gegraben, also unter den Bäumen, da ist eine Tiefgarage sogar und hat diesen ganzen Hauptplatz neu gestaltet. Neu, beziehungsweise man sieht da oben auch schon die alte Apotheke, der Grazerhof, diese Gebäude rundherum sind restauriert worden. Man hat dann einen Springbrunnen gestaltet, eine Naturarena dient jetzt da auch für Veranstaltungen. Dieses leicht ansteigende Gelände, oben dann ein gepflasterter Hauptplatz, wo auch diverse Veranstaltungen wie der Vulkanlandmarkt auch ihren Platz gefunden haben. Tolle Veranstaltungen. Der Platz ist zu einem Ort der Begegnung geworden und wir haben das auch touristisch gemerkt, war bis dorthin eher die Stimmung in Gleichenberg, ja, ganz lieb, aber ein bisschen alter Ort und hin und her, hat sich das wirklich mit 2014 und dann 2015 ist auch noch die Villa Albrecht, von der aus dieses Foto gemacht wurde, restauriert, also der ganze Platz erstrahlt quasi in neuen Glanze und man hat das aber den Menschen gemerkt und vor allem ganz toll, nicht nur bei den Gästen, sondern besonders wichtig bei den Einheimischen, die ja die Multiplikatoren gerade im touristischen Gewerbe sind, sie tragen ja die Botschaft, die Stimmung, die Dynamik an den Gast weiter, fühlt sich der dann wohl, kriegt da gute Stimmung mit in der Region, kommt da gerne wieder, fühlt sich hier auch zu Hause und aufgehoben und wird dann im besten Fall, wie das Gott sei Dank in Gleichenberg viel der Fall war, wird dann auch zu einem Stammgast, der immer wieder über die Jahre auch in den Kurort kommt. Song kennt man dafür, aber jetzt glaube ich, reicht es einmal fürs Erste, oder? Danke vielmals. Danke auch, sehr. Ja. Danke. Vielleicht darf ich dazu noch ein bisschen was sagen, nämlich Buben und die wirtschaftliche und touristische Bedeutung der Vergangenheit und der Gegenwart. Schönbrunn zu Kaiser Franz Josefs Zeiten schon zu besichtigen war, wenn der Kaiser eben nicht dort war, und eben auch die Hohensalzburg schon im vorigen Jahrhundert zu besichtigen war. Es war schon so, und auch im Besonderen im Historismus, wo man sich ja eben der alten Werte bediente und vieles wieder nachgebaut hat, was schon letztendlich Ruinen waren, wie zum Beispiel eben viele Bauten, wie der Graf Wilczek zum Beispiel wieder aufgebaut hat, wie eben bei Wien eine Burg. Und natürlich gab es das auch in anderen Ländern, zum Beispiel das Schloss Bran, in Rumänien, was ja ziemliche Ruine war und dann wieder aufgebaut worden ist im Historismus. Nicht? Ein Rückschritt war natürlich im Ersten und Zweiten Weltkrieg, nicht? Wo der Tourismus dann letztendlich sehr zurückgegangen ist aufgrund dieser Situationen. Wenn ich jetzt auf unser Haus jetzt kurz zurückführe, war ja das auch so, dass wir erst vor 50 Jahren unser Haus geöffnet haben. Das hat begonnen damit, dass eben die Stadtgemeinde Feldbach an uns herangetreten ist unter dem damaligen Bürgermeister Karl Deutschmann, der eben gefragt hat, ob denn die Feldbacher Sommerspiele hier im Hof durchführen könnte. Wobei meine Großmutter, mein Vater und die Mutter sehr offen dafür waren. Und natürlich war es ein bisschen so, dass natürlich die Nachbarschlösser ein bisschen geschmunzelt haben und uns so schief angeschaut haben, was wir denn da tun, eben unsere Häuser zu öffnen, weil bei anderen war das noch nicht so der Fall, was inzwischen heute viele machen, nämlich viele machen deswegen auch,
aber irgendwo auch diese Häuser eben geführt werden müssen, sie müssen verbessert werden und dürfen nicht irgendwie dem Verfall preisgegeben werden, nicht? Und ein wichtiges Datum war für uns auch die Landesausstellung auf der Riegersburg. Durch die Landesausstellung der Riegersburg bekamen wir hier den deutschen Hexenhammer, der eben von der Frauenseite eigentlich beleuchtet worden ist, wie damals eben die Hexen gesehen wurden und das Team natürlich von der Frauenseite das Ganze aufbereitet hat. Und da haben wir den ersten Stock hier geöffnet. Und in der weiteren Folge dann war jedes Jahr eben eine Sonderausstellung hier, wobei wir das große Glück hatten, von den großen Bundesmuseen immer wieder ausgeliehene Ausstellungen zu bekommen. Bis zu dem Zeitpunkt, also da war zum Beispiel Uniformen und Mode am Wiener Kaiserhof, es war die kaiserliche Tafel und vieles mehr. Bis zu dem Zeitpunkt war das möglich, bis die Teilrechtsfähigkeit war der Bundesmuseen. Also das heißt, sie mussten selber schauen, damit sie sich ihre Museen finanzieren können. Deswegen war es dann in der weiteren Folge für einen Privaten nicht mehr möglich, das zu tun, weil die Versicherungssummen waren exorbitant hoch und so mussten wir dann eben was anderes überlegen, weil letztendlich, wenn es nichts passiert ist, haben die dann wieder ihre Versicherungen, einen Teil ihrer Prämien zurückgekriegt. Und besonders bei der Stadtgemeinde Wien war es so, dass man nur mit der Wiener Städtischen eine Versicherung durchführen durfte, obwohl man vielleicht auch einen Sponsor als Versicherer hatte. Ja, und dann war es so, dass wir eben im Jahre 2000 versucht haben, eine längerjährige Ausstellung hier durchzuführen mit dem Thema Adel verpflichtet. Und da hatten wir 5 Jahre. Es war dann aber so, dass ich dann von meiner Seite und auch von der Familie gewünscht eben nach Rumänien ging, um dort eben eine große Landwirtschaft und Viehzucht aufzubauen und da hier das Ganze ein bisschen eingeschlafen ist. Ich habe dann in den letzten 2 Jahren versucht, und da hat mir die Frau Skalnik dahingehend ein bisschen Feuer gemacht, nämlich insofern, dass sie gesagt hat, dass ich das tun soll. Und wenn man im Haus ist, sieht man ja gewisse Dinge anders als jemand, der frisch in so ein Haus reinkommt. Nämlich, ich habe gesagt, wird das denn die Leute interessieren, wenn ich sie durch die Räumlichkeiten führe und ich keine Sonderausstellung hier habe, nicht? Das war aber dem so, dass ja eigentlich die Herrschaften, die zu mir kamen, sehr interessiert waren, wenn ich ihnen die Geschichte eben erzählte aus der Familie von den letzten 150 Jahren. Und letztendlich ist aus diesem dann entstanden, und das war wiederum der Anlass, dass die Frau jetzige Stadträtin Skalnik und unsere Verwalterin und Prokuristin seit kurzem auch mir gesagt hat, die persönliche Führung ist wichtig, die Privaträumlichkeiten im Besonderen und dass es keine Absperrungen gibt und hier eigentlich man wie einen Salon oder wie ein Wohnzimmer das Ganze betrachten kann. Und so haben wir eben das hier in jetzt 1,5 Jahren konzipieren können, wobei ich natürlich sehr froh bin, dass meine Großmutter, ich war als 13-Jähriger sehr interessiert an Geschichte und sie hat mir da 2 Bücher geschrieben über die Familiengeschichte, über die Herrschaftsgeschichte, aber vor allem über die Zeitgeschichte, und aus diesen könnten wir dementsprechend reüssieren. Und natürlich auch der erste Lockdown hat auch dazu geführt, dass ich unser Archiv dementsprechend durchstöbert habe. Und abgesehen davon haben wir etwas Neues gemacht. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich wäre nicht damals auf die Idee gekommen, dass ich da Online-Führungen mache. Und wir haben auch insgesamt 18 Online-Führungen gemacht und dann insgesamt auch 4.000 Leute gehabt, die immer wieder diese Online-Führungen irgendwie sich angesehen haben. Und wir sind jetzt aber auch so weit einen Schritt weitergekommen, dass auch eine Online-Führung es ab Herbst gehen wird, die auch international zu sehen ist, nämlich durch die Admonter, die hier uns davon überzeugen konnten, dass man auch so etwas eben am internationalen Markt eben mit einer Start-up-Firma aus Schladming
die da hingehend uns beraten hat, dass etwas dann genauso von Shanghai über Chicago oder sonstiges gesehen werden kann, wobei man dann einen kleinen Obolus bekommt von $5 oder wie auch immer. Die Hälfte kriegen die das gemacht haben, die Hälfte wir. Aber für mich besonders von Interesse ist, dass man eben so eine Plattform bekommt und im mehr oder weniger in der Kombination mit einem Admont, mit einem Schloss Tratzberg beziehungsweise mit den Käfenhüllers auf der Hohosterwitz, aber natürlich auch mit dem Kunstforum Wien oder das Kunsthistorische Museum im Gleichklang da eben aufscheinen kann. Und das ist natürlich eine riesige Möglichkeit und auch Sensation für uns, sowas überhaupt möglich ist. Und jetzt möchte ich zurückkommen, aber zum Wesentlichen nicht. Und das ist eben die Schlösserstraße, wie Professor Miller schon angedeutet hat. Es gibt natürlich, und er hat nur die Höhen erzählt, es gibt natürlich auch einen gewissen, würde ich sagen, eine Zeit, wo es halt dann nicht so gut gegangen ist mit der Schlösserstraße, wo ein bisschen eingeschlafen ist. Und ich möchte mich da nicht hervorheben, aber es ist leider so, es bedarf halt immer jemand, der eben ein Antreiber ist von solchen Dingen und andere zu überzeugen hat. Und dann war es halt so, dass ich in Rumänien eben diese große Liegenschaft oder aufzubauen hatte. Und da war ich eben 14 Jahre nicht da. Es wurde dann sehr gut vom Karifeta von der Lilie, der eben Botschafter auch war und selber auch aus einer Ruine eine Burg in der Nähe von Stubenberg sich aufgebaut hat, wieder geführt. Aber dann eben die Nachfolge war so, dass eben die sehr willig und interessiert war, aber letztendlich die Agnes Huslein hat dann die Felicitas Herberstein ziemlich ausgesaugt, insofern, dass sie dann eben das Belvedere im Marketing zu führen hatte und deswegen habe ich es dann wieder eben vor mehr als 6 Jahren übernehmen müssen. Und somit sind wir heute froh, dass wir natürlich bedingt schon durch dieses EU-Projekt zu einer anderen Größenordnung gekommen sind und natürlich auch Nachbarländer einbezogen haben, wie zum Beispiel in Slowenien mit dem EU-Projekt und in der weiteren Folge werden wir das noch weiter tun mit Kroatien, das ja schon in der neuen Karte dabei ist. Aber auch sind in den letzten Tagen auch Gespräche mit dem Komitat Wasch auch geführt worden, mit dem Kreisratspräsidenten und mit den Verwaltern der 4 wichtigsten Städte oder auch Schlösser, nämlich Kösek, Körmend, Shawar und Szombathely. Und die sind alle, haben einen LOI auch geschrieben, dass sie interessiert sind, mit uns eben auf den Weg zu gehen. Weil es war schon so, dass wir in den 90er Jahren einen großen Film auch bekommen haben, nämlich damals unter Kurt Bergmann den Schlösserstraßenfilm 1, der natürlich auch um die Welt gegangen ist. Der ist dann übersetzt worden ins Deutsche, Englische, Italienische und sogar im Amerikanischen damals VHS noch gezeigt worden, das war 89, 90. Und auch bei den Langstreckenflügen der Auer wurde er immer wieder gezeigt und auch CNBC, NBC und so weiter. Aber natürlich, das sind Highlights, aber dieses Highlight haben wir jetzt wieder erreicht im vorigen Jahr und im vorvorigen Jahr. Insofern, dass Dreisat an uns herangetreten ist und eben aufgrund dessen, dass wir eine große Einheit sind. Und ich glaube, das ist wichtig, weil Einzelkämpfer brauchen wir nicht zu sein, sondern wir müssen wahrgenommen werden am touristischen Himmel. Und das können wir nur mit dieser Schlösserstraße, ehemaliges Bollwerk und Brücke eben des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, dass wir den ersten Teil, den zweiten Teil und den dritten Teil von je 45 Minuten 2,5 Millionen Zuseher hatten und jetzt aufgrund dessen eben der vierte, der fünfte und der sechste Teil eben gedreht wird. Die vierte, fünfte, die restlichen Schlösser eben in der Steiermark, die zur Schlösserstraße gehören und auch der sechste Teil mit Bernstein und möchte ich die Familie Almaschi auch herzlich begrüßen, die von Bernstein gekommen sind und die junge Generation sehr, sehr dahinter ist, auch dieses Schlosshotel, aber natürlich auch durch die Schlossführungen, die auch vom jungen
Grafenebben auch selber durchgeführt werden. Und das ist auch sehr was Wichtiges, und das höre ich nämlich aus von Tatzmannsdorf, dass natürlich die Gäste sich so etwas wünschen, nicht? Und so glaube ich, dass wir jetzt am guten Weg sind. Nämlich, wir haben einen wirklich kongenialen Partner bekommen jetzt in den letzten Monaten. Schon früher war es das Vulkanland, das sich ja in den letzten Jahrzehnten hervorragend entwickelt hat als kulturtouristische Destination mit den ganzen gläsernen Manufakturen, die am Anfang ja von unseren, von einigen, nicht Radgersburg, möchte ich sagen, nicht Gleichenberg, weil da eine andere touristische Zusammenhang ja ist mit den Kurgästen, aber vielleicht von anderen Kurzzeit-Thermentouristen, die das nur auf sich eben konzipiert haben und eigentlich die Gäste nicht rauslassen wollten. Wobei ich sagen muss, das ist ja für jeden Thermengast ein Wiederkommen, wenn er nicht alles gesehen hat, beziehungsweise die Aufenthaltsdauer sich auch erhöhen kann. Und somit ist eigentlich für mich also die Krönung jetzt eben das Entstehen der Route 66. Nicht? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, es war schon sowas einmal im Ansatz von Ö3, das war die Moderatorin Frey, die da einmal die Route 66 in einer zweistündigen Produktion einmal gedreht oder gesendet hat. Und ich bin ja sehr froh, dass es eben diese Route 66, die ja von Ilz über Riegersburg, Kornberg, Bad Gleichenberg hinunter nach Radgersburg geht und in der weiteren Folge über die 69er dann hinüber nach Vogau, wo eben derzeit 35, glaube ich, Manufakturen, Gläsermanufakturen gezeigt werden können und natürlich auch verschiedene Einkaufsmöglichkeiten bei den Direktvermarktern. Und so glaube ich persönlich, dass wir mit dieser Kombination eben Schlösserstraße, Vulkanland, Route 66 und den Thermen natürlich auch als Gesamtheit, weil sie ja natürlich den Ganzjahrestourismus dadurch wir bespielen können, glaube ich, eine wichtige und eine zielführende Kombination sind und sehe da große Möglichkeiten, nämlich nicht nur für den regionalen Markt. Also ich bin jetzt am Wochenende auch in Salzburg bei einer großen Veranstaltung von der IRE, also vom Institut der Regionen Europas, wo ich da in Podiumsdiskussion eingeladen wurde, nämlich, dass wir auch dann international realisieren können. Und das ist das Wichtige, weil es ist für mich viel zu wenig, dass 85% der Gäste Inlandstouristen sind in so einer Region, dass ja wirklich es verdient, international wahrgenommen zu werden, nicht? Und das ist mein Ziel auch in der Zukunft mit unseren Mitstreitern. Ich glaube, das sollte uns in den nächsten Jahren gelingen. Und ich glaube, dass das jetzt ein guter Ansatz ist, auch jetzt im Besonderen, was die Beschilderung betrifft, jetzt von der Route 66 oder Route 66, je nachdem, wie wir es nennen wollen, international wird es das Zweitere sein, wo natürlich auch einige etwas dagegen hatten, weil sie es nicht verstanden haben, aber das macht ja nichts. In der Kunst ist es ja so, dass vieles nicht am Anfang verstanden wird, das bedarf halt einiger Generationen auch nicht, dass man es versteht, aber es ist zumindest die Diskussion darüber und das ist schon positiv. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und also 2018 hat es die letzte vollständige Umfrage gegeben, der Österreich-Werbung aus Timona heraus, wonach 11% der Gäste in Österreich als Kulturtouristen definiert wurden. Mhm. Also bei knapp 45 Millionen Ankünften sind es ungefähr um die 5 Millionen Kulturgäste oder Kulturtouristen, die in 2018 eben in Österreich waren. Und wenn man sich anschaut, dass ein durchschnittlicher Kulturtourist oder Kulturgast Wertschöpfung von rund 200 Euro am Tag hier liegen lässt in Österreich, also viel mehr als Normalreisende, muss man sich das dann hochrechnen, da reden wir von Milliarden an Wertschöpfung, die dann hier generiert werden. Und Kulturtourismus hat natürlich auch andere Vorteile. Sie haben es schon auch gesagt, es ist grundsätzlich eine Ganzjahresgeschichte. Man kann damit Ganzjahresdestinationen auch füttern. Natürlich gibt es gerade, weil wir von der Schlösserstraße reden, im Bereich der Burgen, wie soll ich sagen, eine günstigere Jahreszeit, sie zu besuchen und eine, wo es halt ein bisschen frischer ist. Ne? Aber grundsätzlich
beinhaltet eben Kulturtourismus die Möglichkeit, diesen übers ganze Jahr auch zu spielen. Hat natürlich auch viele andere Nebeneffekte, Kulturtourismus, gerade wo wir im Bereich Tourismus sehr viel über Nachhaltigkeit auch nachdenken. Grundsätzlich die Basis des Kulturtourismus ist ja auch die Geschichte, wie auch immer oder was auch immer man damit macht, also dieses Histotainment, Infotainment, oft ist es vielleicht durch den Massentourismus schon ein bisschen grenzwertig, aber grundsätzlich am Anfang dieser Geschichte oder am Anfang des Weges steht eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Ort oder mit der jeweiligen Geschichte. Und allein das ist schon einmal gut, dass man auch durchaus auch junges Publikum einmal hinführt zu der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Die Ria Mang betreibt bei uns zum Beispiel auch das Kurmuseum sehr erfolgreich. Du erzählst auch immer, wie viele junge Menschen begeistert hier unseren Ort besuchen und in die Geschichte auch eintauchen. Und hier sieht man wieder dieses durchaus positive Zusammenspiel im Kulturtourismus zwischen Wertschöpfung. Natürlich, es geht auch darum, hier diese Stätten da auch zu erhalten, aber durchaus auch wieder Geschichte weiterzugeben an den interessierten Gast, durchaus aus Übersee, von weit her, beziehungsweise durchaus auch an die heimische Bevölkerung, an die jungen Menschen hier auch Geschichte erlebbar, spürbar zu machen. Also Kulturtourismus sehr, sehr viele, sehr, sehr positive Aspekte auch. Man muss auch dazu sagen, dass diese Definition von einem Kulturtourist eher eine Sache ist, weil es entspricht dann nicht die gesamte Bedeutung von solchen Destinationen, ein Schloss Kornberg, weil ist der Thermengast in Leupersdorf, der nach Kornberg kommt, als eine Bereicherung von seiner Aufenthalt in Leupersdorf Kulturtourist. Normalerweise wird er nicht so definiert, aber in Wirklichkeit tragen solche Gäste auch zu der Wertschöpfung der Region. Und so, dieses Phänomen ist eigentlich viel größer als nur der Kulturtourist als solcher definiert wird. Es ist eigentlich noch größer, ja. die wirtschaftliche Bedeutung. Spielt ja auch zum Beispiel der Städtetourismus, ist ja auch in weiten Aspekten ein Kulturtourismus, die Stadtbesichtigungen, die Museumsbesichtigungen. Und wir haben jetzt in Corona gemerkt, dass gerade der Stadttourismus extrem gelitten hat. Und mit diesem wir alle im touristischen Bereich, weil die Städte fungieren auch als Einfallstore in eine Region. Also wenn der Gast nach Wien fliegt, schaut er sich Wien an, aber fährt dann durchaus auch in die Umgebung. Oder wenn er in Graz unterwegs ist, wir haben das auch beim Advent zum Beispiel, der Graz Advent, der über die Jahre sehr gut aufgebaut wurde mit sehr vielen italienischen Gästen. Und da haben auch die Verantwortlichen geschaut, diese Aufenthaltsdauer dieser Gäste dann auch zu verlängern, beziehungsweise ihnen ein Programm zu bieten, das über 3-4 Tage reicht. Und da ist, glaube ich, auch mit Kornberg hat es da immer wieder mit dem lokalen Adventmarkt auch Kooperationen gegeben, also dieses Befruchtende, wo dann durchaus über urbane Zentren in eine ganze Region auch mitgetragen wird, ist da sicher sehr positiv auch. Ein weiterer Punkt, das wir eigentlich nicht angesprochen haben, ist die Bedeutung von den Schlössern, nicht nur von der Geschichte her, sondern auch als Räumlichkeiten für alle möglichen anderen Kulturangebote. Sie haben es angedeutet mit dem mit Kornberg als Konzert. Ja, es gibt eben die Konzerte, es hat sich entwickelt auf den Konzerten, nämlich, ich meine, wir hätten ja nie gedacht, dass man die Philharmoniker oder ein Teil der Philharmoniker auf die Schlösserstraße bekommen, nicht? Das wäre weit außer unser Denken gewesen, nicht? Und so war es ja im Heuer so, dass eben 20 Jahre Kulturlandleben war, also philharmonische Klänge. Und das wird sich ja noch weiterentwickeln, auch aufgrund der Schlösserstraße, weil ja Herr Thomas Hampson hier war, anlässlich dieses Jubiläums und er auch mehr oder weniger so eine Stiftung ausgelobt hat. Und das, die hat eine Sopranistin eben aus Marburg bekommen, ein Stipendium, und das sollte in jedem Jahr auch weiter passieren, in den Ländern der Schlösserstraße, also sprich in der Steiermark, im Burgenland, beziehungsweise in
Slowenien, Kroatien und in der Zukunft auch natürlich auch in Ungarn. Nicht? Und das ist etwas, was sich gegenseitig auch befruchtet, glaube ich. Und da gibt es noch einige andere Möglichkeiten. Ich denke auch an den, besonders an den asiatischen Markt. Letztendlich ist da, ich habe gestern auch gesprochen mit dem Dr. Chen vom Konfuzius-Institut, weil ich ja da in Vorbereitung auch bin für diese Podiumsdiskussion in Salzburg, wo ich ihn gefragt habe, was ich schon dazu sagen darf mit dem Terminus, was er da kreiert hat und auch von Seiten der vom chinesischen Tourismus aus, nämlich Seidenstraße trifft Schlösserstraße. Also das ist etwas, was ja auch schon angedacht wird und wurde, eben von Triest beginnend, eben über die Schlösserstraße dann auch eben einen Kulturtouristen zu uns zu begleiten, wobei ich das stark unterscheiden möchte mit den Touristen, die nach Hallstatt geführt werden. Also das ist ganz klar, dass das nicht der Fall ist, sondern das ist etwas, wo schon einfach eine andere Schicht angesprochen werden sollte und die natürlich auch vorbereitet werden auf diese westlichen Werte, beziehungsweise die natürlich sehr interessiert ist, besonders alles, was Direktvermarktung und auch biologischen Landbau und deren Vermarktung betrifft. Also da ist man sehr, sehr erpicht und natürlich, es ist für, wenn man denkt, dieser Huawei-Konzern, wie viele Burgen und Schlösser die nachgebaut haben in ihren Firmen. Ich habe einen Film darüber gesehen, in ihren Firmenzentrum ist unwahrscheinlich. Ja? Also wir wollen nichts Nachgebautes, wir wollen die Gäste bei uns haben.